Hallo und herzlich willkommen, liebe Fotofreunde, zu einer neuen Fotofreunde-Folge und willkommen zum sechsten Türchen unseres Adventskalenders. Wer sich fragt, wie kann denn die jüngst neu gewonnene Qualität der Videos und des Tons schon wieder so nachlassen, dem muss ich leider sagen, Felix ist heute nicht da. Ich bin heute auf meine eigene bescheidene Technik und Schnittkünste angewiesen, also seht mir nach, wenn es nicht immer ganz perfekt ist. Trotzdem viel Spaß bei diesem Video. Historische Fotografien, egal ob aus eigenen Beständen, aus einem Nachlass oder vom Flohmarkt, die Dinger sind schützenswert und auch total cool zum Anschauen. Ich persönlich habe mir inzwischen eine kleine Sammlung historischer Fotos, so beginnend mit dem 19. Jahrhundert bis heute, angeschafft. Die meisten davon sind natürlich schwarz-weiß und ganz, ganz viele davon haben auch heute noch eine wahnsinnige Qualität. Ich möchte euch heute eine kleine Auswahl davon zeigen, möchte auf die Archivierung so ein bisschen eingehen und dann noch so eine Kleinigkeit übers Sammeln verlieren. Fotografien können ja auf den unterschiedlichsten Wegen entstehen und auf den unterschiedlichsten Materialien bestehen. Angefangen mit der Daguerreotypie. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Da tue ich mir immer schwer. Über die Salzpapiere, Gummidruck, Platindruck, Cyanotypie, wie auch immer, bis hin eben zu den modernen Fuji-Archivpapieren. Ja, all diese Materialien basieren in irgendeiner Art und Weise auf lichtempfindlichem Silber, aber sie werden trotzdem in der Regel auf anderem Wege hergestellt. Wer sich dafür interessiert, der kann eigentlich mal in diese Liste hier reingucken. Die stammt von der Seite von Klaus Kramer. Die habe ich unten auch nochmal verlinkt. Da geht es dann auch um die Archivierung von Bildern, Negativen und Fotomaterialien. Seine Seite richtet sich vor allen Dingen an professionelle Archive. Für mich persönlich war allerdings interessant, was die Lagerung angeht, dass sehr, sehr viele Papiere problematisch sind, dass, wenn sie nicht gerade explizit für die Archivnutzung konzipiert worden sind, Papiere durchaus Säure oder andere schädliche Dinge enthalten können, die Fotografien schaden. Da habe ich mich dazu entschlossen, im Wesentlichen darauf zu verzichten und lagere meine Fotografien in Blechdosen. Blechdosen deswegen, weil die in der Regel nichts Schädliches ausgasen und vor allen Dingen, weil die auch meistens nicht ganz luftdicht abschließen. Also das heißt, Plätzchendosen auf, Fotos rein. Plätzchen von auf ist. Nitrocellulosefilm. Extrem gefährlich, im wahrsten Sinne des Wortes sogar brandgefährlich. Wegen dieses Films sind zahlreiche Kinos und auch Archive abgebrannt, weil sich das Material eben auch spontan selbst entzünden kann. Wie eben vorher schon angesprochen, beim Zerfall bilden sich Gase und je mehr Gase sich bilden und je mehr dieses Material zerfällt, desto wahrscheinlicher ist es, dass es sich selbst entzündet. Brennt so ein Nitrocellulose-Film einmal, dann ist er nicht mehr aufzuhalten. Man kann dieses Material einfach nicht mehr löschen. Deswegen habe ich alles, was potenziell auf Nitrofilm ist, an meinem Material erstmal im Kühlschrank gelagert. Wie stelle ich jetzt allerdings fest, ob es sich wirklich um Nitrofilm handelt oder nicht? Dazu gibt es auf der bereits erwähnten Seite von Klaus Kramer einen Test. Und zwar mit Trichlorethylen. Man füllt das in einen Standzylinder und schaut danach, wo sinkt es ab, bleibt es in der Mitte oder steigt es nach oben. Alles, was absinkt auf den Boden, ist Nitrofilm und muss möglichst schleunigst vernichtet werden. Noch ein
ein Wort zu dem Test. Trichloroethylen ist nicht ganz ungefährlich. Das Zeug gast aus und wirkt stark narkotisierend. Das ist nichts, was man im Wohn-Ess-Schlafbereich haben möchte. Und von dem her ist größte Vorsicht geboten, falls ihr euch dieses Zeug tatsächlich anschafft. Es ist allerdings die einzige Methode, die mir bekannt ist, wie man Nitrocellulose-Film zu Hause erkennen kann. Man kann natürlich auch noch den Brandtest machen und mal versuchen, das Ding anzuzünden. Das Bundesarchiv hat hier auf ein Video auf YouTube verwiesen, wo eben das unterschiedliche Brandverhalten der verschiedenen Filme gezeigt wird. Und man kann natürlich auch am Brandverhalten sehr gut erkennen, ob es sich dabei um Nitrocellulose-Film handelt. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Kurz vor Schluss noch etwas zum Sammeln. Sammeln und Horten, der Unterschied ist fließend und es ist nicht immer ganz einfach, wirklich eine gute Sammlung anzulegen. Aber wer wirklich sammelt, der muss sich überlegen, was möchte ich eigentlich sammeln? Der muss sich Kategorien geben, der muss sich überlegen, sammle ich nach Genres, Motiven, Material, Zeitspannen? Sammle ich vielleicht alles, was aus der DDR ist, alles, was aus der BRD ist, was aus den USA kommt, wie auch immer. Es ist nicht einfach, man muss sich beschränken. Wer so eine kleine Sammlung hat wie ich, beschränkt sich jetzt auf 3 Blechdosen, der kann im Grunde erstmal alles aufheben, was er möchte und hin und wieder Schatzkramen. Wer das allerdings systematisch machen möchte, muss sich natürlich am Schluss auch irgendwie ein Archiv überlegen, wie er die verschiedenen Bilder dann auch wiederfindet. Das ist eine unglaublich schwierige Aufgabe und man muss sich sehr gut überlegen, ob man das machen möchte. Ich persönlich glaube, bleibe jetzt einfach mal bei dieser unsystematischen Hortung und habe einfach Spaß am Gucken von diesen alten Bildern. Ich hoffe, auch ihr hattet Spaß an der heutigen Folge. Wenn ja, dann lasst ein Like da und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.